Das letzte Video im Jahr 2019. Einen guten Rutsch an alle, die das noch vor 2020 hören. Möge das nächste Jahr so gut werden, wie es sich jeder vorstellt. Heute gibt es mal ein bisschen Real Talk. Ich bin meiner Meinung nach ja auf der Spitze des Eisbergs angekommen, habe den Zenit erreicht. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie traurig an oder so, ist es aber in Wahrheit gar nicht. Die eine oder andere Veränderung möchte ich vornehmen und ein paar Einblicke hinter die Kulissen, ein paar Zahlen und so weiter. Im Hintergrund möchte ich einige nette Szenen aus dem Jahr zeigen. Shiny Taubsi, das eine oder andere Hunderter und was sonst noch so in Pokémon Go passiert ist. Und noch eine ganz kleine News, es wurde ein neuer Ladebildschirm gefunden mit drei neuen Pokémon. Der Einalregion, das würde doch zu dieser Ankündigung, die es gestern gab, passen. Aber starten wir mal rein. Video Nummer 838 war das erste im Jahr 2019. Dieses, wo ich gerade reinspreche, ist Folge 1255. Das waren also laut Adam Riese 417 Videos in diesem Jahr. 1,14 Videos täglich. Und obwohl ich schon vor Wochen und Monaten immer mal wieder gesagt habe, bitte seid nicht traurig, wenn mal an einem Tag kein Video kommt, habe ich in diesem Jahr sogar weitaus mehr als ein Video pro Tag zu Pokémon Go hochgeladen. Und zumindest das, kann ich schon mal sagen, will ich mindestens auf 1 pro Tag reduzieren und nicht 1,14 im Durchschnitt. Ja, aber diese Videos wurden 67.000 Mal geteilt, im Durchschnitt 161 Mal pro Video. Tausend Dank dafür. Ich habe knapp 700.000 Daumen hoch erhalten, 126.325 Kommentare und das bei 25,3 Millionen Klicks. Ich will mich wirklich für jede Kritik, ob sie nun konstruktiv war oder im Eifer des Gefechts nicht so nett formuliert war, für Lob, aber auch für andere Kommentare, die mich auf irgendetwas hingewiesen haben, die mich in die Schranken gewiesen haben. Ich will mich für das alles bedanken, genauso wie bei der stillen Zuschauerschaft, die vielleicht noch nie irgendwie interagiert haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass es euch gibt. Ich bedanke mich vielmals für eure jahrelange Treue. Obwohl jeder sagt, so der Hype von Pokémon Go ist schon weg und spielt das noch wer und so, habe ich meine Klicks in dem Jahr um 3 Millionen noch erhöhen können. Und ein Wert, auf welchen ich besonders stolz bin, wo ich auch wirklich viel Zeit rein investiert habe, ist die Klickrate von 6,8%. Die lag im vergangenen Jahr bei 6,0%. Das sind 0,8 Prozentpunkte mehr. Kurze Anmerkung noch aus dem Schnitt. Klickrate bedeutet übrigens, dass wenn irgendwo im Internet mein Video auftaucht, mit 10 anderen zum Beispiel, man geht auf die YouTube-Startseite, dort sind 20 Videos aufgelistet und 6,8% aller Leute klicken dann auf mein Video drauf. Und das hört sich jetzt eventuell nicht so viel an, ist aber wirklich eine Menge. Und das hat damit zu tun, wie ich mich 2019 verbessert habe und was auch unter anderem, jetzt nicht wegen Klicks oder irgendwelchen anderen Werten, was unter anderem der Grund ist, warum dieses Jahr wirklich das Beste für mich war. Denn ich habe, zumindest meiner Ansicht nach, aber eventuell könnte man das sogar auch objektiv so sagen, ich habe meine Videos drastisch verbessert. Videoaufbau, ein roter Faden, welchen Titel nehme ich, welches Vorschaubild nehme ich, aber das dann auch komplett im Video bedenken. Wenn jemand irgendeinen Titel liest, bei Google danach sucht, mein Video findet, dann will diese Person sofort zufriedengestellt werden und die Frage muss beantwortet sein. Und da mache ich mir echt viele Gedanken, wie könnte ich so ein Video aufbauen, wie könnte ich es spannender gestalten, welche interessanten Videothemen gibt es noch, die noch niemand aufgegriffen hat. Damals hätte ich mir vielleicht irgendwie die 10 Mini-News rausgesucht, die es so an einem Tag gab, die vorgestellt, der Reihe nach und fertig. Aber nun überlege ich mir so, welche sind denn die spannendsten? Wie könnte ich das Video nennen? Und das packe ich dann an den Anfang, dass alle Leute zufrieden sind und die nicht so interessanten News, da kann man dann abschalten oder man schaut sie sich trotzdem noch an und auch so ein bisschen das Gespür dafür bekommen, was würde jetzt jemand sehen wollen, ohne dass er mir natürlich im Vorhinein sagen kann, das würde ich jetzt gerne sehen. Wenn ich jetzt über irgendein Shiny spreche, ja, dann muss ich das auch in Shiny einblenden, weil das würde man gerne sehen. Und wenn jemand dann selbst danach googeln muss, wie sieht das Pokémon in Shiny aus, dann habe ich meiner Ansicht nach versagt. Auch wenn das vielleicht nie jemand öffentlich so merkt, aber ich sehe mir da die Statistiken wirklich
sehr genau an, bei welcher Minute springen die Leute ab, wo schauen sie am liebsten, welche Themen, und das versuche ich nach wie vor zu verfeinern, um meine Videoqualität da weiterhin zu verbessern. Ja, außerdem in diesem Jahr war das Pokémon Go Fest in Dortmund. Die Leute haben sich einfach 2 bis 3 Stunden angestellt, um dann 60 Sekunden mit mir zu quatschen. Das hat mir auch nochmal gezeigt, so 25 Millionen Klicks, okay. Aber dass dann wirklich ganze Familien zu mir kommen, sich die Zeit rausnehmen, nur mit mir ein kurzes Foto zu machen, das erwärmt wirklich mein Herz. Ansonsten, 2019 bin ich auch richtig abgegangen. Im Sommer, wo es warm war, da hatte ich 41 Millionen EP im Mai, 26.000 Fänge. Da wollte ich so die Leute ein bisschen motivieren, vor allem in der warmen Jahreszeit, ordentlich reinzuhauen, rauszugehen, zu spielen. Und ich versuche mir immer was auszudenken. Jetzt auch, wo es ein bisschen kälter wurde, dann die Team Go Rocket Bosse mit nur einem Pokémon. Da weiß ich auch, das kam nicht bei jedem so gut an. Aber ich versuche mich in der Hinsicht wirklich weiterzuentwickeln. Hab aber auch schon viele Videoideen einfach komplett gecancelt, Videos gelöscht, weil ich mir irgendwie dachte, die sind vielleicht nicht so das Wahre, interessiert eventuell zu wenige Leute. Und ich meine, ich habe ja sowieso 1,14 Videos im Durchschnitt täglich und das will ich reduzieren, sagen wir auf 365, so viele Tage wie ein Jahr hat. Und dann kommt aber eine Sache 2020 zurück, nämlich Spielevorstellungen. Ich habe gemerkt, sowas wie Harry Potter Wizards Unite, zumindest mal das Spiel zu sehen, finden sehr viele Leute interessant. Aber ich muss mir auch persönlich eingestehen, mehr als Pokémon Go in dieser Intensität kann ich nicht spielen. Und ich will Pokémon Go aber auch nicht so zurückschrauben, dass ich nur noch Videos mache und nicht mehr spiele, sondern ja, das ist mir auch wichtig. Aber Spielevorstellungen, die habe ich früher immer gemacht. Und ich hatte ein bisschen Angst so, wie werden jetzt die Leute reagieren? Ich mache gerade nur noch Pokémon Go. Aber durch Pokémon Schwert habe ich da echt wieder so einen kreativen Aufschwung bekommen, wie ich die Videotitel auch gestalte. Ich bin zum Beispiel, wenn man bei Google Memeon sucht, ist der Wasserstarter oder Lauchzelot, Galaporenta entwickeln. Meine Videos sind immer irgendwie auf Platz 1, 2, 3, was auch immer. Das nicht ohne Grund, sondern ich stecke da wirklich viel Zeit rein, um die Videos so zu machen und das, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich habe in letzter Zeit echt so einen richtig kreativen Schub. Dafür habe ich auch mein Setup jetzt so aufgebaut, dass ich 4K-Videos von Mobile Gaming machen kann, 4K-Videos von PC-Spielen und da soll nächstes Jahr auf jeden Fall mehr kommen. Ab und zu anstelle eines Pokémon Go-Videos, wo ich sage, okay, das wäre sowieso nicht so interessant. Versteht mich nicht falsch, ich kann jeden Tag ein Pokémon Go-Video machen. Ich habe das auch 2016 und 2017, wo Niantic uns keine Events und keine Updates geliefert hat, ja, auf die Reihe bekommen. Ich kann viel reden, ich kann Fragen beantworten, verschiedene Themen, aber mir ist doch bewusst, nicht jedes Video ist so spannend wie das andere und da will ich ein bisschen die Qualität aufrecht erhalten und dafür dann irgendein Game vorstellen. Und das will ich auch gleich dazu sagen, es kann auf jeden Fall sein, dass manche Spiele ganz schlecht ankommen, einfach weil sie Browser-Games sind, ein komplett anderes Genre als Pokémon Go. Da will ich aber auch ehrlich sagen, diese Videos mache ich dann nicht unbedingt für meine Stammzuschauerschaft, sondern auch für meine Website, für Leute, die explizit danach suchen. Und diese Videos kommen immer gut an. Ein Video zu Terra, ein Online-Rollenspiel, hat nach dem Upload irgendwie 2000 Klicks gehabt, mittlerweile bei 135.000 Klicks angekommen. Und mein Ziel ist es dann, auf kurz oder lang, wieder so viel Gameplay auch in 4K zu haben und alle Spielevorstellungen, alle auf meiner Website eingetragen, dass ich dann auch Top-Listen machen kann. Ich weiß nicht, Top 3 AR-Alternativen zu Pokémon Go, nur ein Beispiel, oder eine Top 5 Online-Rollenspiele, die 2020 erschienen sind. Wenn man nämlich so selbstständig ist im Internet, man darf nicht, ich weiß nicht, man darf den Anschluss nicht verlieren, den Zahn der Zeit nicht verpassen. COPPA, Children Online Privacy Protection Act. Accounts werden hier und da gesperrt. Artikel 13, Artikel 17, neue Regelungen, neue Gesetze, Cookie-Richtlinien, dies, das, Ananas. Es kommen so viele Dinge und da muss ich habe keinen Chef, der mir irgendwas sagt, da muss ich auf dem Laufenden bleiben. Und eine Sache ist für das nächste Jahr bei mir, dass ich meine Webseiten wieder mehr fokussiere und im Hintergrund werde ich auch
alle Videos, ich habe die auf meiner Festplatte hier rumliegen, die werde ich alle heimlich, also nicht öffentlich, privat werde ich die auf meiner Webseite einpflegen. Und sollte mal irgendwas passieren, irgendeine neue Regelung, Richtlinie, was auch immer, dann kann ich mit einem Fingerschnippen alle Videos auf meiner Website freigeben. So, in letzter Zeit, ich weiß nicht, das passiert so viel. Jemand wie KS-Freak mit ein paar Millionen Abonnenten macht ein Video, erst pleite, wurde abgezogen. Julian Bam hört auf seinem Hauptkanal auf. Apecrime trennen sich, ganz viele Leute. Ja, es wundert mich noch immer, dass ich hier bin, voller Energie, es immer schaffe, meiner Ansicht nach, mich neu zu erfinden und nicht in Depressionen, Anxiety und was es nicht noch alles gibt, irgendwie ende wie viele andere, leider. Ja, also so ein bisschen meine Pläne für das nächste Jahr. Und um nochmal auf meinen Eingangssatz zurückzukommen, ich habe echt das Gefühl, so auch in meiner persönlichen Entwicklung und wie ich die Videos angehe, wie ich Inhalte im Allgemeinen sehe, ich glaube, ich habe echt jetzt so die Spitze des Eisbergs gesehen und ab jetzt kann es nur noch bergab gehen. Es ist nun mal in der Pokémon Go Blase, da kennt mich, ohne dass das abgehoben klingen soll, da kennt mich jetzt schon jeder, der mich irgendwie kennen möchte. Die anderen, die mich nicht kennen, die schauen sich auch keine Videos an. Ich sag nicht, dass mich jeder mögen muss, aber zumindest jeder Potenzielle hat schon mal von mir so in etwa gehört. Und wenn einem das Spiel einfach keinen Spaß macht oder keine spannenden Updates kommen, dann kann ich noch so gut sein, dann gibt es kein Wachstum mehr. Und ich denke ebenso, ich habe echt so einen Punkt erreicht. Ich meine, 50.000 Klicks nach 2 Tagen, da geht nicht mehr. Ich finde das viel zu übertrieben heftig. Wenn ich eine Aktie wäre, dann müsste man mich, glaube ich, jetzt verkaufen. Aber ich will natürlich 2020 auch weiterhin das Beste geben, ordentlich reinhauen, aber auch mit frischer Kreativität herangehen und auch ein paar neue Dinge so hinter den Kulissen ausprobieren, von denen vielleicht gar nicht viele Leute so durch die Pokémon Go Videos Wind bekommen. Aber genau, so ein paar Gedanken von mir. Es war echt ein großartiges Jahr unterm Strich. Und ich bedanke mich nochmal für alles, für jegliche Unterstützung. Und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.